Hi, ich bin Johannes von Lesenet und habe hier den Acer LumiRead in der Hand, ein 6 Zoll E-Book Reader von Acer. Wie der Name schon sagt, wird ab Oktober bei Libri zu haben sein. Kostenpunkt 199 € für die WLAN-Only-Version. Was ich hier in der Hand habe, an der Seite am Mobilfunkschlitz sieht man es schon, ist die 3G-Version, die ab November zu haben sein wird und 249 € kostet. Beiden Lesegeräten gemein ist ein 6 Zoll Ink-Display hier mit 16 Graustufen, eine haptische Tastatur à la Amazon Kindle. 2 GB interner Speicher, erweiterbar über MicroSD-Karte und als USP sozusagen, als Alleinstellungsmerkmal ein ISBN-Scanner, den wir hier hinten sehen, mit einer 0,3-Megapixel-Kamera, der ISBN-Codes von Büchern, also von haptischen Büchern, physischen Büchern scannt und die Möglichkeit bietet, dann dieses physische Buch direkt als E-Book über den integrierten Store hier zu kaufen. Wir können den ISBN-Scanner hier mal starten, um zu sehen, wie das ausschaut. Also ich habe hier ein Menü, was auch dem Kindle nachempfunden ist. Habe hier ASS-Reader als zusätzliche Option. Kann E-Books kaufen, 3G einschalten, WLAN einschalten hier. Ist beides im Moment ein bisschen problematisch, weil wir auf der IFA sind, auf der Messe und das 3G-Netz hier total überlastet ist. Aber wir können den ISBN-Scan-Vorgang hier zumindest mal starten. Ich bekomme hier ein Erklärungsfeld angezeigt. Gehe auf Scan starten. Und habe dann sozusagen, was ihr hinter dem Reader seht, als Feld. Also hier müsste dann die ISBN sein, wo jetzt meine Hand zu sehen ist. Scan beenden, das klappt natürlich nicht jetzt. Also gehe ich mal zurück und in ein Buch rein, um den eigentlichen Lesevorgang hier mal zu illustrieren. Sehr schön gehaltenes Hauptmenü, wie ich finde. Hier sind wir im Buch, habe hier konkrete Seitenangaben, sehe ich gerade, im Unterschied zum Amazon Kindle, der ja die Seitenangaben in Prozent des Gesamtbuches anzeigt sozusagen. Hier haben wir aber ordinäre Seitenangaben, haben auf beiden Seiten Lettertasten hier unten gehalten. Also ich kann das Gerät nicht so halten, sehe ich hier gerade, sondern muss wirklich hier diesen Winkel hier bemühen. Kann hier vor- und zurückblättern. Blättergeschwindigkeit ist so lala, aber Sie sagten, das Ganze wird noch ein bisschen optimiert? Genau. Software ist noch nicht final. Genau. Also wir haben jetzt Anfang September, das Gerät kommt im Oktober in den Handel, da ist sicherlich noch Zeit, das Ganze ein bisschen nachzujustieren. Habe verschiedene Schriftgrößen. Wie verändere ich das hier? Über das mit dem Joystick? Genau. Ah, okay, alles klar. 3 Schriftgrößen im Moment, bleibt es dabei oder kommt in der Beziehung noch mehr? Das wird, denke ich, so bleiben. Das sind wahrscheinlich Punkte, die in der Software nicht mehr verändern. Hier wirklich nur noch Optimierung und Bugs entfernen. Alles klar. Also 3 Schriftgrößen, 1 Schriftart. G-Sensor? Nein. Kein G-Sensor? Hab aber über die Menüs hier die Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen, Anmerkungen zu machen über die Tastatur hier, genau. Das Buch zu durchsuchen. Ein Wörterbuch habe ich hier, Deutsch-Englisch, sagten Sie? Ja. Englisch-Deutsch auch, andersrum? Super. Ja, kann dann hier tippen. Habe hier wie beim neuen Kindle 3 auch nur noch 3 Zeilen, also muss, wenn ich eine Zahl drücken möchte, die Sym-Taste drücken hier, nehme ich an. Bekomme ich eine Zahl hier aufs Display? Alt. Ach, mit Alt. Und dann die. Okay, alles klar. Gefällt mir besser als beim Kindle, muss ich sagen. Da muss ich mal über ein extra Menü diese Zahlen hier. Das extra Menü ist nur bei Symbolen. Okay, verstehe. Ja. Kann ich die Notizen exportieren über USB-Anschluss oder vielleicht auch über Wi-Fi? Über Sie können, bei jedem Gerät ist ein E-Book-Manager dabei, den Sie auf dem PC installieren können und können komplette Synchronisation Ihrer Bibliothek auf dem, in dem Programm und auf dem E-Reader und die Notizen werden dann natürlich bei den E-Books auch mit übernommen. Okay, kann ich das auch auf dem Mac machen? Die Software ist momentan nur für Windows 7. Okay, also auf dem Mac habe ich im Moment keine Möglichkeit, die Notizen rauszubekommen. Also einmal am Anfang drücken. Aha. Und dann. Okay, also markieren kann ich mit dem LumiRead auch. Und bekomme diese Textstellen, die ich hier markiere, denke ich auch über ein extra Menü angezeigt. Also
um mir nochmal anzusehen, was in einem Buch ich markiert habe, vielleicht auf diese Textstelle springen zu können. Ja. Genau, also habe hier eine Seitenzahl und genau. Alles klar. Dann mal zurück ins Hauptmenü. Mit der Home-Taste geht es. Ah, okay. Muss einen Moment warten dann. Genau. So, der E-Books. Auf allen Geräten 13 Leseproben. Aha. Schon mit dabei. Okay. Und im angeschlossenen E-Book-Store, gebrandet durch einen Buchhändler, bei dem ich das Gerät gekauft habe, gibt es... Oder Libri.de gebrandet. Oder genau, direkt bei Libri gibt es Stand heute 20.000 E-Books. Circa, ja. Genau. Täglich mehr. Perfekt. Das Lesegerät kostet 200 Euro, ist ab Anfang Oktober im Handel. Genau. Also bei Libri und in Buchhandlungen, kann aber... jetzt schon von Buchhändlern vorgestellt werden. Aha. Und ist dann ab Anfang Oktober auslieferbereit. Okay, Esser Lumerit. Danke Ihnen. Danke auch.